Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind jetzt im 20. 21. Jahrhundert angelangt. Wo steht Klagenfurt, die Landeshauptstadt, nach 500 Jahren heute? Und der Stadtgraben, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, das war ja so, dass der nie vollgefüllt war, so wie in Friesack heute noch. Das war ein Leitgraben, hat es gegeben, und das war seine Künetten. Also das war ganz wenig Wasser ist da geflossen. Dort hat man auch Wäsche gewaschen und man hat sich auch dort gebadet. Dort, wo jetzt der Lennkanal hereinkommt, den man ja auch erst gegraben hat ab 1527, das war dann immer schon überdeckt, der letzte Teil, und da ist ein kleiner Kanal hereingekommen mit Wasser eben. Und dort, wo das frische Wasser hereingekommen ist, waren Badehütten für adelige Leute, weil die hatten das bessere Wasser gehabt. Ja. Und wo der Feuerbach und der Leitgraben wieder abgeflossen ist, da wo das heutige Konzerthaus ist, dort war das Wasser ja schon ziemlich verunreinigt, Wäsche waschen und Tiere. Dort waren dann die Badehütten des gewöhnlichen Volkes. Also das war dann günstiger. Aber das Trinkwasser kam vom Wörthersee. Also das Wasser kam vom Wörthersee, genau. Das hat man dann den Lennkanal nicht irgendwie vom Kreuzberg oder so. Es ist auch von der Glan ist eben der Feuerbach eingeleitet worden. Beim heutigen Stadttheater herein ist der Feuerbach gekommen, der ist durch die heutige Ursulinengasse geflossen und durch die Bahnhofstraße. Rechts und linken Seiten die Jahreszahl der Erbauung dieses Hauses. Das war 1786. Und oben drüber sehen Sie das Symbol der Steinbierbrauer. Der Grund, warum ich diesen Ort gewählt habe, war sicher das Symbol für mein Thema Altes Gewerbe in Klagenfurt. Das geht natürlich zurück auf das Jahr 1518, als der Kaiser Maximilian bestimmt hat und zur Bedingung gemacht hat, dass jeder, der ein Gewerbe aufmachen bzw. Handel treiben möchte, egal aus welchem Land er kommt, freien Zugang zur Stadt haben muss. Ja. Sondern man hat auch in einer Zeit das säkularisiert, das war damals schon eine Säkularisierung, man hat auf die Säkularisierung von Kirchengütern spekuliert, die also sozusagen, wenn der Protestantismus immer mehr durchschlägt sozusagen, dass man sozusagen in den Besitz dieser Kirchengüter kommt. Und jedenfalls waren hier praktisch die Kinder der protestantischen Landstände, hatten hier Unterricht in Astronomie, in Mathematik, in Hebräisch, Naturwissenschaften war schon angesagt. In dem Südosteck oben am Dach ist berichtet, gab es eine kleine hölzerne Sternwarte. Und die Professoren, die hier unterrichteten, waren angesehene Professoren. Vergessen, ja. Nicht einmal Bilder gibt es von diesen Frauen, oftmals noch aus den 40er Jahren, die findet man einfach nicht mehr und haben so viel geleistet. Und die frühen Politikerinnen der Jahrhundertwende, was die für uns Frauen geleistet haben, das möchte ich Ihnen vorstellen. Und eine dieser Frauen, ich habe eine Assistentin heute, eine ganz wichtige Frau, sie ist die profilierteste Politikerin der Ersten Republik, Maria Tusch. Diese Frau wurde von den jungen Mädchen aus ihrem sozialdemokratischen Umfeld, den Arbeiterinnen der Tabakfabrik, wie eine Heilige verehrt. Das ist die sogenannte Landhandfeste oder der Freiheitsbrief, aus dem später das Landrecht entstand. Und da Weibersdorf berichtet, dass dieser Brief, dieser Freiheitsbrief für den Kärntner Adel so wichtig war, dass sie ihn in der festesten Burg Kärntens aufbewahrt haben. Wie wird denn diese festeste Burg Kärntens gewesen sein? Gibt es heute noch. Große Burg in Kärnten, Kinder, hört's mal. Die Hochosterwitz war das angeblich.